Ein vielen lieben Dank an Traue deinen Augen, dass sie uns gezeigt hat, dass man auch weiter forschen sollte, beziehungsweise wissen sollte, wie man Statistiken manipulieren kann. Das kommende Team hat auch etwas fürs Auge, allerdings nicht in Hinsicht auf die Statistik, sondern eher so in Hinsicht da heimisch und wohl, aber trotzdem informativ. Team IoT. Ja, hallo. Wie sieht es aus, wenn ihr morgens aufwacht? Diese Routine oder diese Situation, die ihr jetzt im Kopf habt, sieht die jeden Morgen etwa sehr ähnlich aus? Das ist jedenfalls in unserem Team der Fall gewesen und es sieht etwa so aus. Ja, das Erste, was wir morgens machen beim Aufwachen, ist erstmal das Handy ausschalten, also den Wecker am Handy ausschalten, aber dann direkt erstmal nachzuschauen, haben wir Nachrichten in Social Media Kanälen, haben wir E-Mails erhalten über die Nacht und lauter solche Sachen. Einige Studien aktuell zeigen auch jetzt, dass das aber nicht gut ist, weil es erstens physisch auf unseren Körper nicht gut auswirken kann und zweitens, psychisch auch Unmotivation bieten kann. Also, dass man demotiviert ist, wenn man das macht. Okay, aber erstmal kurz, nicht zu unseren Verbesserungen, die wir gemacht haben, sondern zu unserem Team. Wir sind IoT daheim. IoT steht für das Internet der Dinge, kommt aus dem Englischen Internet of Things, darum IoT. Und das zweite Wort ist, oder IoT ist grundsätzlich, falls es jetzt noch jemand nicht weiß, die Vernetzung von physischen und virtuellen Gegenständen untereinander. Genau, das zweite Wort ist dann daheim. Daheim, also geht es bei uns um die Gegenstände, die im eigenen Zuhause, also im eigenen Umfeld sich abspielen. Genau. Bevor wir anfangen haben, was zu verbessern, sollte jeder in unserem Team die eigene Morgenroutine dokumentieren und analysieren, um überhaupt feststellen zu können, was jetzt verbessert werden kann und soll. Dann bei der Evaluation der Ergebnisse ist uns aufgefallen, dass man doch ziemlich viel Zeit mit Abchecken von Social Media, E-Mails und anderen Apps verbringt. Da dies unter anderem auch sehr zeitaufwendige und monotone Tasks sind, haben wir uns auf Vereinfachung dieser konzentriert und zwei IoT-Gegenstände sowie eine VR-Nutzungssimulation zur einfachen Integration dieser und vieler anderer möglicher Gegenstände entwickelt, welche nun vorgestellt werden. Genau, das erste Gerät, was wir erstellt haben, oder eines der beiden Geräte, ist der, wie wir ihn nennen, Connection Frame. Grundsätzlich gesagt kann man sehen, von welchem Kontakt, den man zugeordnet hat, den einzelnen Bildern, hat man in welchem sozialen Netzwerk eine Nachricht erhalten. Aber erstmal kurz zur Ideenfindung hierfür. Wie schon erwähnt, war Mitteilungen zu bekommen morgens ein sehr großer Punkt bei uns. Und darum haben wir überlegt, wie kann man das darstellen, ohne immer diesen Handybildschirm oder allgemein Bildschirme vorm Gesicht zu haben. Und sind sehr schnell auf die Idee gekommen, es mit Licht dem Nutzer sehr indirekt mitzuteilen oder auf eine angenehme Art und Weise mitzuteilen. Was Sie hier sehen können, ist jetzt auch die ersten Mockups, die zu unserem finalen Prototyp geführt haben, zu dem wir jetzt kommen. Genau, hier der Connection Frame. Was man jetzt gerade sieht, ist die Hochfahranimation. Die wird so lange abgespielt, solange der Wecker auch klingelt. Also das heißt, man wird nochmal auf eine angenehmere Art und Weise geweckt, indem das Licht dann sozusagen einen noch mit aufweckt und nicht der nervige Wecker alleine. Was man dann danach sehen kann, ist die Animationen, die abgespielt werden, wenn man auch Nachrichten wirklich erhält oder erhalten hat. Dann kann man sehen, zum Beispiel, dass man von der einen Kontakt WhatsApp oder E-Mails, wie man es halt auch konfiguriert. Apropos Konfiguration, um den Rahmen auch zu sagen, welche Person ist jetzt in welchem Bild, haben wir eine Webanwendung geschrieben, in der man dann den einzelnen Bildern zuteilen kann, welcher Handykontakt ist es überhaupt.
Dann kann man noch weiter sagen, von welchem sozialen Netzwerk man überhaupt Nachrichten erhalten will. Und man kann den einzelnen Netzwerken noch Farben zuweisen, indem man das selber auch sehen will, welche Plattform welche Farbe bedeutet. Okay. Und nun kommen wir zu unserem zweiten IT-Gegenstand, der Smart Hourglass, welcher sich auf die persönlichen Termine und Uhrzeiten anpassen lassen mag und zur Veranschaulichung der bis zum Verlassen des Hauses verbliebenen Zeit dient. Und das Beste ist, sie funktioniert automatisch. Der Konzept hierfür waren Zeitindikatoren, da bei der Analyse unserer Morgenroutinen aufgefallen ist, dass Zeit an sehr vielen Orten der Morgenroutine abgecheckt wird. Nun, natürlich könnte man auch eine ganz normale Uhr bei sich zu Hause aufhängen. Doch einige Probleme bleiben trotzdem erhalten. Nämlich, man muss immer noch selber die Zeit ausrechnen und all die anstehenden Termine im Kopf behalten, nämlich morgens früh. Die Smart Hourglass übernimmt das für den Nutzer. Nun, was ist denn eigentlich so besonders an der Smart Hourglass? Jeder kennt die Sanduhr mit ihrem festen zeitlichen Ablauf und analoger Funktionsweise. Doch wir haben diese nun ganz neu erfunden. Die uns allen bekannte Sanduhr ist jetzt nun völlig automatisiert und durch eine neue Funktionsweise erweitert. Und was kann jetzt die Smart Hourglass eigentlich? Die Smart Hourglass kann automatisch eingestellt werden, was heißt, dass die Drehung nicht mehr per Hand passieren muss. Außerdem kann der Durchfluss der Sandpartikel durch einen speziellen Mechanismus reguliert werden. Dadurch wird die Smart Hourglass zeitlich anpassbar und erhält eine ganz neue Anwendung im Alltag. Die beiden Konzepte wurden in einem Prototypen, den man hier sehen kann, anschaulich umgesetzt. Und nun zu einem sehr wichtigen. Wie würde der Morgen also mit unseren Geräten aussehen? Man wacht mit dem Wecker auf und schon beginnt der Ablauf der verbliebenen Zeit für einen, ohne dass man auf die Uhr schauen oder den eigenen Terminkalender abchecken müsste. Man öffnet die Augen und schon sieht man, welche wichtigen Kontakte einem Nachrichten hinterlassen haben über die Nacht und aus welchen Social Media. Die zwei Geräte sparen ihrem Nutzer die Zeit und liefern die wichtigsten Informationen, und zwar integriert in die Wohnumgebung. Und um all diese Konfigurationen schnell und einfach austesten zu können, haben wir nun auch eine VR-Nutzungssimulation entwickelt, wo man genau dies austesten und ausprobieren kann. Genau. Zuerst mal kurz, was bedeutet überhaupt dieses VR, was jetzt schon mehrmals erwähnt wurde? VR steht für Virtual Reality, also virtuelle Realität. Falls es jemand nicht kennt, das ist das, wo die Leute so komische große Brillen aufhaben, die zu sind und mit Controllern in der Hand irgendwie durch die Gegend schauen. Das ist Virtual Reality. Hier, was man jetzt gerade sehen kann, ist die Wohnung, durch die man sich bewegen kann in unserer Anwendung. Also auf diese Wohnung haben wir die haben wir modelliert, um halt einen Raum zu bieten, dass man schon mal austesten kann, wie würden diese Gegenstände in einer Wohnung ausschauen. Die Bewegung ist ja meistens wirklich sehr auf kleinen Raum bei Virtual Reality beschränkt. Was bedeutet, wir mussten einen Weg finden, wie man von A nach B kommt in der Wohnung, weil man keine ganze Wohnung aufbauen kann. Und das sieht man hier oben, da man teleportiert sich sozusagen immer weiter und kann dann die Gegenstände halt platzieren, wie man sie haben will und die Konfiguration dementsprechend dann anschauen, wie würde es ausschauen, wenn. Was jetzt unten ist, das ist ein sogenannter Blueprint. Die werden verwendet, um in der Unreal Engine, in der die Simulation entstanden ist, Fähigkeiten oder Aktionen einzubauen. Ja, sieht kompliziert aus, aber braucht man dafür. Darum beschreibe ich es jetzt auch nicht weiter. Und hier sieht man die Architektur von unserem Projekt nochmal. Und so läuft es ab. Die Mitteilungen aus Social Media werden auf einem Server gespeichert und dann durch eine Web-App entsprechend konfiguriert, natürlich auch persönlich anpassbar. Die konfigurierten Datensätze werden zum einen auf ein Raspberry Pi weitergeleitet und dann dementsprechend auf dem Connection Frame angezeigt. Zum anderen
werden die Informationen über die anstehenden Termine aus dem Terminkalender auf ein Arduino Uno mit einem Wi-Fi-Modul weitergegeben, wodurch dann die zwei Motoren, welche die zur Ansteuerung von den beiden zuvor beschriebenen Funktionsweisen der Sanduhr dienen, auch entsprechend eingestellt werden. Und als letztes werden die Konfigurationen auch in die Unreal Engine geladen und dann dementsprechend in der VR-Nutzungssimulation angezeigt. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum Ausblick. Damit ist jetzt nicht gemeint, das, was man in der VR-Simulation sieht, wenn man die Brille auf hat, sondern vielmehr, was würde unser Team noch weitermachen könnten, wenn es fortgeführt wird. Einerseits wäre ein großer Punkt, in AR umzusteigen. AR bedeutet Augmented Reality, was mit sich führen würde, dass man seine echte Umgebung sieht und nur die Gegenstände im Virtuellen dargestellt werden. Was auch die Möglichkeit bieten würde, dass man die Anwendung auf seine eigene Wohnung, also auf sein eigenes Zuhause anwenden könnte und somit wirklich sieht, wie ist es bei mir selber. Genau, ein weiterer Punkt ist dann auch, dass man weitere IoT-Gegenstände implementiert. Da wäre einmal das, also da hätten unser Team zwei weitere Gegenstände. Das eine wäre, dass man das Wetter von heute, also den Wetter-Forecast sozusagen, im Kleiderschrank sieht, dass man sich darauf direkt anpassen kann am Morgen. Und das andere wäre, dass und das zweite wäre noch eine Art Licht- oder Musikaura. Was bedeutet, wenn man aufsteht, muss man nicht selber das Licht anmachen oder wenn man morgens gerne Musik oder die Nachrichten hört, nicht selber anmachen, sondern das geht automatisch an und begleitet einen mit durch die Wohnung. Also das heißt, man hat eine Aura um sich rum und muss sich nicht mehr darum kümmern, wo man jetzt Licht an, wo man Musik an macht oder aus. Gut, und wer weiß, vielleicht wird diese Anwendung auch irgendwann mal für IoT-Geräte genauso populär, wie sie jetzt schon ist, für einen bekannten Möbelhersteller, sage ich mal. Dann bedanke ich mich im Namen unserer gesamten Gruppe für eure Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen interessanten weiteren Abend.